Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 0,9 von Sio in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 0,9 von Sio, das Ganze aus dem Jahr 2016. Die Box habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Ja, wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Das Ganze noch in Folie und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier 2LP Pop-Up Vinyl plus CD. Jawohl, was es damit auf sich hat, speziell mit dem mittleren Teil dieses Stickers, werden wir uns ansehen. So, als erstes machen wir mal die Folie ab, einfach reinschneiden, dann geht das hier wunderbar. So, wir haben hier das Cover des Albums, also hier in der Mitte 0,9 und Sio zu lesen, darüber Alles oder Nix Records präsentiert. Und genau den Interpreten des Albums haben wir dann hier auch nochmal mittig groß platziert. Die Faust kommt aus der Hose, wie wir es vom Vorgängeralbum kennen. Und hier in Begleitung einer, ja, einer leichten Dame, die ziemlich mitgenommen aussieht. Also ein sehr wildes Cover, hier geht es wirklich drunter und drüber. Zivilfahnder sind auch mit am Start. Dann dürfen hier ein paar Konsumenten von Drogen am Start sein. Hier links dann auch noch ein Bordell, wo gerade reger Betrieb herrscht. Also das Cover hat echt ohne Ende Sachen zu sehen. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Alles oder Nix Records präsentiert Sio 0,9. Und auf der Rückseite kommen wir dann zur Tracklist, die etwas speziell gestaltet ist. Denn normalerweise ist es ja so bei Vinyls, das Ganze ist dann mit A, B-Seite, C-Seite, D-Seite oder A1, B1, A2, B2 beschriftet. In diesem Fall hat man das Ganze einfach mal ganz anders gestaltet und zwar mit Seite S, Seite S, Seite I und Seite O. Also SSIO, der Name ist Programm. Hier lesen wir dann unten noch produziert von Reef und wir haben auch hier die Features angeführt. Also wir haben hier Features von Kalim, Haftbefehl, Schwester Eva, Chata und Sami. Wir haben insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Hier unten haben wir noch die Credits und einen Barcode. Ja, hier ist wohl scheinbar gerade der Kanalreiniger auf Pause. Bin in 5 Minuten zurück, lesen wir hier. Und dann kommen wir zur Vinyl. Jawohl. Also, das ist echt eine Pracht. Ich hoffe, das kommt im Video jetzt halbwegs rüber. Denn, wie gesagt, auf dem Sticker haben wir ja gelesen, Pop-Up Vinyl. Und genau das kriegen wir hier geboten. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das unfassbar gut gemacht. Habe ich in einer Vinyl so noch nie gesehen. Also es ist absolute Premiere für mich. Und ich war alleine deswegen schon sehr, sehr gespannt auf die Vinyl. Wir haben hier unten noch einmal die Tracklist aufgedruckt mit den Credits. Wer hat hier produziert, wer war hier beteiligt, wer hat den Beat beigesteuert und. Und hier oben natürlich dieses wunderbare Cover nochmal in 3D-Optik, weil hier wirklich sowohl diese beiden Häuser links und rechts als auch Sio in Begleitung und dieses Auto hier mit den Zivilfahndern, all das hier in dieser Pop-Up, in diesem Pop-Up-Stil ist und hier rauskommt, also das kann echt was. Sehr schön gemacht. So, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal Vinyl Nummer 1. Hier in der obersten Tasche ist dann auch noch die CD. Und dann haben wir Vinyl Nummer 2. So, wir starten mit Vinyl Nummer 1, ganz klar. Also, so sieht das aus. Nicht verwirren lassen. Wie gesagt, hier steht dann Side S statt Side A. Hier haben wir die ersten 4 Tracks. Auf der Rückseite dann ebenfalls Side S. Hier haben wir dann nochmal 3 Tracks, also 5, 6, 7. Das Ganze ist ganz regulär in Schwarz gehalten. Also die Vinyl wurde nicht besonders eingefärbt. Und die Vinyls kommen in einer weißen Papierhülle. Ganz klassisch gehalten.
Und dann haben wir die zweite Vinyl und die hat dann demzufolge die Seite I, auch nochmal 4 Tracks und zum Abschluss natürlich dann die Seite O mit 3 Tracks. Also insgesamt 14 Tracks hier auf dem Album drauf, 5 Features auf diese Tracks verteilt. Aber damit nicht genug, wir haben das Album nicht nur regulär wie zu erwarten in dieser Doppel-LP, in dieser Doppel-Vinyl, nein, wenn ich es wieder zubringen würde, beziehungsweise hineinbringen würde, ist gar nicht so einfach, irgendwo hängt es da, so, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, aber mit den Vinyls nicht genug, sondern wir haben das Album auch nochmal auf CD, das Ganze kommt in einer Papphülle, so sieht das aus, also Cover ident, und auf der Rückseite dann nochmal die 14 Tracks mit Alles oder Nix Records. So sieht das aus in Schwarz und Grün. Also das zweite Album von Sio jetzt auch nochmal hier auf CD dabei. Bedeutet, wenn ihr keinen Plattenspieler habt oder falls ihr irgendwie zu faul seid, könnt ihr das Ganze natürlich auch auf CD abspielen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die beiden Vinyls hier, die Doppelvinyl mit insgesamt 14 Tracks, sowie natürlich die Album-CD in der Papphülle ebenfalls mit 14 Tracks. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition 0,9 von Sio. Und weil es so schön war, zeige ich euch das noch einmal ganz kurz. Ja, also das ist echt prächtig. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition 0,9 von Sio. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.